Ihre Stimmen sind überirdisch. Jahrelang gedrillt hinter dicken Mauern. Als kleine Kinder werden sie gekauft. Und in Hinterzimmern grausam verstümmelt. Ihre Körper bleiben auf immer wieder natürlich. Verspottet und verehrt zugleich. 4000 Knaben werden in Italien jährlich kastriert. Allein ihrer Stimme wegen. Eine Gewalttat. Von der Kirche geduldet und verheimlicht. Dabei ist es der Vatikan selbst, der nach ihrem göttlichen Gesang verlangt. Diese Wesen, hochbezahlt von der High Society Europas, sind die ersten Popstars der Musikgeschichte. E viva il Portellino! Wir schreiben das Jahr 1700. Nicht nur hier in Venedig, in ganz Italien gerät man in Ekstase. Es ist die Blütezeit des Barock und Venedig ist eine seiner Hauptstädte. In Europa herrschen Könige und Fürsten. Die Monarchen regieren mit Gottes Gnaden. Sie errichten großartige Paläste, riesige Kirchen und verschwenderische Gärten. Opulent und dekadent ist sie, die Zeit des Absolutismus. Opernhäuser werden gebaut, Sänger hoch bezahlt, die Konzerte sind ausverkauft. Horrende Summen werden geboten für einen Platz in der Loge. Und für eine Aufführung nimmt man lange Reisen auf sich. Die Theater Europas werden bestürmt. Denn alle wollen sie hören, diese himmlischen Stimmen der Kastraten. Carlo Broschi, genannt Farinelli, ist der berühmteste Sängerkastrat. Che quanto ne soppone, porta a tracare.
Farinelli ist die erste Opernlegende. Die anderen liebte man, schreibt ein Fan. Diesen betet man an. Es gibt einen Gott und es gibt einen Farinelli. Die Stimmen der Kastraten sind vor langer Zeit verstummt. Doch die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli hat in Archiven vergessene Arien jener Barockstars wiederentdeckt und ihnen neues Leben eingehaucht. Diese Arien aus dem 18. Jahrhundert wurden für die besten Kastraten geschrieben. Für eine Frau ist es eine riesige Herausforderung, sowohl was die Gesangstechnik als auch den Ausdruck betrifft. Natürlich waren die Stimmen der Kastraten denen von Frauen sehr ähnlich, aber sie waren dennoch Männer. Sie hatten eine körperliche Kraft und Stimmgewalt, die eine Frau einfach nicht hat. Für eine Frau ist es unglaublich anstrengend, dieses Repertoire zu singen, aber gleichzeitig auch eine riesige Freude. Diese Musik ist wunderschön und auf allerhöchstem Niveau. Jahrelang reißen sich die Opern und Königshäuser um ihre exklusiven Stimmen. Alle wollen sie hören. Zeitgenossen schwärmen von Oktavsprüngen, die wie Sternschnuppen und Kometen anmuten. Wo auch immer sie auftreten, sie lösen wahre Rauschzustände aus. Und Kritiker überschlagen sich mit Lobeshymnen. Sie begeistern das Publikum mit ihrer Messa di voce, dem An- und Abschwellen von Tönen, die sie zu solcher Länge ausdehnen können, dass selbst die, die es hörten, es nicht für möglich hielten. Und obwohl sie keinen Trick dabei entdecken konnten, waren sie doch überzeugt, sie nehmen dabei ein Instrument zu Hilfe, das den Ton fortsetzte, während sie Atem holten und neu ansetzten. Hier, am Fuße des Vesuvs, entstehen im 17. und 18. Jahrhundert die Talentschmieden der zukünftigen Sänger, die Konservatorien Neapels. Einst Verwahranstalten für verstoßene Kinder. Viele Kirchen und Klöster nehmen seit dem Mittelalter ungewollte Kinder, Waisen oder Kinder armer Eltern auf, die anonym in Babyklappen hinterlassen werden. Die Geistlichen lassen sie für Almosen singen, um die Findelhäuser zu finanzieren. Ihre Idee hat Erfolg. Besonders Knabenchöre sind beliebt in Kirchen und auf Festen. Und in den Konservatorien beginnt man, die Knaben in Gesang auszubilden. So werden seit dem 16. Jahrhundert aus Waisenhäusern Konservatorien, Musikschulen. Ihre Schützlinge werden Komponisten, Musiker, vor allem aber Sänger. Die Kinder werden außerdem im Lesen und Schreiben unterrichtet. Ihre Ausbildung beginnt früh und dauert bis zu 12 Jahren. Und bald versorgt Neapel die Welt mit den Voci Bianche, den weißen Stimmen. Auch in anderen Städten Italiens werden Konservatorien gegründet. Doch die in Neapel, sagt man, sind die besten.